Hallo Guys und einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal wieder ein Reaktionsvideo, beziehungsweise eine Beurteilung oder ein Review, wie es die Engländer sagen würden. Ein Review-Video über den YouTube-Kanal von Leon Chaudhary. Ich gehe mal stark in der Annahme, das ist ein italienischer Name. Und ein recht lustiger Typ, ein absoluter Workaholiker, der, glaube ich, irgendwie die letzten, seit seinem 16. Lebensjahr nichts anderes gemacht hat, als den ganzen Tag nur zu arbeiten. Wenn man so ein bisschen die Videos zurückverfolgt, die letzten 3, 4, 5 Jahre von ihm, da sieht man auch, dass er entsprechend sozusagen körperlich ein bisschen, ja, im Sinne seines Körpergewichts etwas zugenommen hat, sprich wahrscheinlich etwas wenig Bewegung hatte, weil er eben so viel arbeitet. Ja, wenn jemand von euch zufällig ein Fitnesscoach ist, dann könnte er hier vielleicht einen Kunden gewinnen. Ja, dieser Mann hat definitiv in letzter Zeit, was mir in seinem Kanal gut gefällt und nicht gut gefällt, das werde ich jetzt hier ein bisschen zusammenfassen in einem relativ kurzen Video. Was mir sein Kanal zuerst mal der Sinn und Zweck seines Kanals, also hier vor einiger Zeit hat er gesagt, okay, er will auf jeden Fall ein Level abgehen, ja, er will auf jeden Fall ein höheres Level haben in seinem Geldverdienen. Also sein Kanal hier heißt Leonardo Chaudhary, aber da geht es ja letztendlich um Geld verdienen, nichts anderes. Ja. Und ja, und auch online Geld verdienen und unabhängig und so weiter. Und er ist definitiv sehr wohlhabend, aber er hat in einem Video annonciert, er möchte auf jeden Fall nochmal ein Level höher gehen. Und das eben in dem Sinne, dass er noch nicht, ich glaube, es war sechsstellig im Monat ist. Ja, genau, das war's. Er will also auf jeden Fall noch nicht auf, also sozusagen im Jahr über 1 Million. Ja, das Video weiß ich jetzt nicht genau, wo das ist, aber das hat er irgendwann mal gesagt, da mehrere Male gesagt. Und er will auf jeden Fall hier was tun, er will auf jeden Fall mehr wachsen und so weiter und so weiter. Und er hat sich jetzt auch eine Deadline gesetzt, dass wann er auswandert. Ja. Das ist, glaube ich, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, weil er einfach zu viel Steuern zahlt. Das glaube ich ihm auch. Ja. Ich glaube, der hat ein Einzelunternehmen, also ja, der zahlt gut Steuern. Ja. Ich würde mal sagen, im Monat mehrere 10.000 Euro. Ja, also mehrere Kleinwagen im Monat, gebrauchte sozusagen, ja, vielleicht so zwei oder vielleicht sogar drei. Gebrauchte GTIs Golf, ja, zahlt der einfach sozusagen in Steuern pro Monat. Würde ich jetzt einfach mal so Pi mal Daumen schätzen. Ja, weil genaue Zahlen wissen wir natürlich nicht. Tja, und das wird ihm jetzt auch langsam zu blöd. Er wohnt in Berlin. Dort hat er auch gesagt, dass nicht das Steuernzahlen das eigentliche Grund ist, dass er da weg will, sondern er fühlt sich da einfach nicht. Also ihm ist einfach Berlin zu wenig los, zu wenig Spaß, ein bisschen einsam. Und ich denke, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Berlin auch einsam machen kann. Eine sehr große, weite Stadt. Und ich habe ja schon in London und Paris und so weiter gelebt. Und ich weiß, wie das ist. Also große Städte sind super interessant. Aber gleichzeitig wird man dort auch sehr relativ schnell einsam. Worauf ich hinaus will, ist, er hat letztens und gestern ein Video gemacht und das wollen wir uns hier mal herauspicken und mal Film ab. Wenig unfreiwillig, nämlich ich habe hier eine Mitarbeiterin eingestellt, seit dem 1. April 2020, um genau zu sein, und diese Person ist jetzt krank geworden. Vielleicht schaut sie sich ja dieses Video hier an, deswegen werde ich schön nett reden, aber wie gesagt, sie ist krank geworden, und war aber so freundlich und hatte gesagt, okay, ich kann jetzt für dich keine weiteren Texte schreiben, weil sie ist praktisch eine Texterin, die für mich arbeitet. Ja, lustig, gell? Der hat nämlich dann entschieden gehabt,
vor ein paar Monaten ein Video auch dazu veröffentlicht. Er will jetzt wachsen. Er will jetzt auf jeden Fall sechsstellig gehen im Monat und das geht einfach nicht mehr alleine. Ne? Also er muss unbedingt, hat immer schon immer so ein paar Freelancer auf Fiverr, auf was weiß ich, überall. Und aber jetzt mal so, das ist eine erste Vollzeit angestellte Kraft. Ne? Und du hast es gerade selber gehört, gerade mal eingestellt einen Monat und schon wieder krank. Und das ist genau der Punkt, ja, warum Unternehmertum in Deutschland eben gar nicht so easy ist. Ja, weil Unternehmertum, ich habe ja dann auch ein Video gestern dazu gemacht und glaube ich demnächst veröffentlicht. Unternehmertum in Deutschland bedeutet, dass du Leute einstellst. Ja? Es ist einfach so, dass wenn du skalieren willst, wenn du einfach mehr Geld verdienen willst, ja, und willst halt so mal 1 Million Umsatz machen im Jahr, dann führt kein Weg dran vorbei. Die allerwenigsten, ich glaube, du bräuchtest, wenn du alleine selber 1 Million Umsatz machen wollen würdest, dann bräuchtest du einen Stundensatz von, ich glaube, bis zu 1000 Euro und das haben die allerwenigsten. Von daher musst du einfach ins Arbitrage-Geschäft. Das heißt, du musst Leute einstellen, die weniger, dich weniger kosten, als sie dir bringen an Wertschöpfung. Ja, das ist einfach so todessimpel. Mehr ist es auch nicht, ja. Sogenanntes Unternehmertum. Also Unternehmertum, wo das Wort drin steckt, Unternehmen, ja. Und das ist halt das, was sich halt von der Selbstständigkeit und Einzelunternehmer, also Ein-Mann-Armee und so weiter, halt unterscheidet. Und kaum hast du eine eingestellt, ja, mach die krank. Ne? Und in Deutschland ist es halt so, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, es ist so verdammt easy, ja, so einfach in Deutschland irgendwo einen Arzt zu finden, der dich einfach krank schreibt. Ja? Die meisten haben schon ihre Ärzte, dass wenn sie mal keinen Bock haben auf Arbeit, dass sie sich einfach krank schreiben lassen. Und sei es drum, dass sie auch wirklich irgendwas haben, ja, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Zwicken im Rücken oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, jetzt mag der eine oder andere sagen, naja, aber es gibt ja auch wirklich krank sein. Ja, natürlich gibt es das. Aber da kann man Vorsorge treffen. Ja? Ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich letztendlich jedes Jahr wiederkehrend eine Grippe hatte. Ja. Also diese typische Wintergrippe und so weiter. Jetzt abgesehen davon ist ja sozusagen unser Winter kaum noch wirklich kalt. Und jetzt momentan ist ja kein Winter. Und ich hatte sozusagen meine letzte Grippe, ich glaube vor 4 oder 5 Jahren. Und das war eine Sommergrippe. Und insbesondere heutzutage, wo du so vieles im Homeoffice machen kannst. Das heißt, die Ansteckungsgefahr ist so verdammt niedrig. Ja. Und die ist im April krank geworden, da wo eben auch Homeoffice-Pflicht war und so weiter. Auf jeden Fall, ja, ich will mich jetzt nicht drüber aufhängen, aber quasi sinnbildlich, ja, ist es halt einfach so, sobald du skalieren willst, Leute einstellen willst und so weiter, ist es einfach ein super Beispiel, ja. Du gehst als Unternehmer das Risiko ein, dass du dir einen laufenden Kostenpunkt reinholst ins Unternehmen, ja, auch zusätzliche Aufwendungen hast in der Lohnbuchhaltung und so weiter, also ein paar Freelancer zu haben, ist nicht mehr das Gleiche, als wie, dass du dann plötzlich volle Angestellte reinnimmst. Die Angestellten, die musst du viel stärker noch kontrollieren, weil die sonst ja machen, was sie wollen letztendlich. Und ja, es ist... wenn die krank machen, sind sie einfach krank. Und es gibt ja da Statistiken dazu, dass der durchschnittliche Angestellte eben, selbst wenn er 6 Wochen Urlaub hat im Jahr, im Schnitt eben Minimum 8 Wochen im Jahr Fehlzeiten hat, ja. Weil einfach der durchschnittliche Angestellte 2 Wochen im Jahr krank ist. Ja? Und das kannst du dir mal hier auf Statista oder sowas raussuchen. Und wenn du ein bisschen Pech hast, dann ist halt dein Angestellter noch ein bisschen mehr krank. Und das ist halt das, und die Kosten gehen einfach weiter, ne? Aber es wird da nichts gemacht, nichts produziert. Und hier erzählt er eben, dass dann doch irgendwelche Links gemacht wurden und so weiter. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber ich meine, in dem Sinne einfach ein gutes Beispiel zum Thema Unternehmertum, Skalieren und so weiter. Ansonsten jetzt nochmal ganz kurz die Pros und Cons, die ich ja versprochen hatte, zu dem Kanal insgesamt, ja.
Was ich, also zuerst mal, was ich nicht so gut finde beim dem Kanal ist, er macht sehr, sehr viele Videos, die sich sozusagen, wo der gleiche Content drin ist. Ne? Also er geht da sehr stark auf Masse. Er hat sehr viel Werbeeinspielungen drin in seinen Videos. Ne? Er will also so maximal amortisieren, also maximal Geld rausholen aus den Videos, die er da dreht, allein schon über die Werbeanzeigen. Er macht auch maximal viel Eigenwerbung. Alle diese Videos sind sehr, 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 sehr stark zielgerichtet auf das Thema Unternehmertum, Geld im Online-Verdienen, so ein bisschen in die Richtung, ja, aber so ein bisschen in die Richtung digitaler Nomade. Ja? Also so richtig, was weiß ich, oder T-Shirt-Business und E-Books bauen und all so ein Kram, ja, und eher weniger wie Anleitungen, wie du ein echtes Unternehmen gründest, ja, also ein solides Unternehmen mit eben Angestellten und Büro und also es geht eigentlich grundsätzlich sehr stark um Content-Recycling-Strategien. Und es ist ja auch so, dass der unheimlich viele Kurse hat. Der Leon, der ist gerade mal irgendwie so, ich glaube, 24 Jahre alt oder sowas. Oder ich weiß es jetzt gar nicht genau. So Mitte 20. Und der hat ja auch zum Beispiel, ich glaube, mittlerweile an die 100 Kurse gemacht und auf Teachable und wie die alle heißen, da raufgeladen auf diese ganze Plattform, die du dann teilweise für 10 € kaufen kannst. Ich habe mir da bestimmt mal so 20 gekauft von dem, als sie für 10 € erhältlich waren. Also ich habe fast alle Kurse, die irgendwas mit Online-Marketing oder Geld oder irgendwas Geld mit Geld und so weiter zu tun haben. Es ist halt unheimlich viel Content, was er da raushaut von Themen, wo er eigentlich selber noch sehr, sehr wenig Berufserfahrung hat. Ne? Schon allein aufgrund seines Alters. Ne? Er ist ein unheimlicher, ein unheimlicher Kopf, ja. Also er ist ein sehr, sehr eloquenter Typ, ja, der glaube ich auch irgendwie alles, also hyperintelligent, würde ich mal sagen, ja. Der kann sich wahrscheinlich ein Buch reinziehen innerhalb von 2 Tagen, wo andere 3 Wochen brauchen, ja, so ein bisschen Bill Gates-mäßig. Und das dann wiedergeben in einen Kurs, aber das bedeutet ja nicht, ja, dass er da tatsächlich in diesem Thema dann auch jahrelange Erfahrung hat. Ja. Und vieles ist halt so ein bisschen halt wieder in dieses Recycling-Thema rein, das ich nicht so gerne mag, dieses Snowballing, also dieses Schneeball-Recycling-Themen, ja. Da gibt es dann auch Videos, wie kann ich sicher gehen, dass ich dann quasi Copyright-sicher bin und so weiter. Also immer dieses. Zum Beispiel, ja, sein E-Book-Business, ne? Also, da geht es halt einfach wieder um Content-Streuung. Also, es ist halt so, dass halt mittlerweile du auf Amazon zu jedem Pimmel-Thema 1 Trillion E-Books findest, ja? Und ich meine, die Themen sind ja deswegen nicht mehr geworden. Aber es ist halt so, dass ich dann, sagen wir mal, ich nehme die 5 besten Bücher, ja, dieses typische Infoprodukt, Content-Recycling-Strategien. Ich nehme die 5 besten Bücher zu einem Thema, verschmelze die, ja, dessen Content verschmelze ich und mache daraus ein neues Buch. Ja, und wenn ich das halt dann irgendwie 10.000 Mal gemacht habe, wenn das 10.000 Leute machen jedes Jahr, dann habe ich halt ständig neue Bücher zu den gleichen Themen letztendlich und das Ganze wiederholt sich halt alles. Ja, also weil so viel neuen Content gibt es ja nicht. Ja, das ist diese Verwässerung des Wissens letztendlich. Meiner Meinung nach ist es teilweise eher eine Verwässerung auch der Qualität in zu vielen Büchern, wo man gar nicht mehr weiß, was soll man jetzt eigentlich lesen. Ja? Selbst absolute Leseratten kommen da irgendwo an ihre Grenzen. Ich habe letztens einen kennengelernt, der einen 22-jährigen Fotografen, der sagt, ja, er ist auch so ein bisschen Legastheniker und er hört sich halt die Hörbücher an und immer in dreifacher Geschwindigkeit. Ja, zu jedem Thema. Und ich meine, und das schon seit Jahren oder so, ja, schon seitdem er Abiturient war oder sowas. Und ich muss mal sagen, okay, da wirst du ja auch irgendwann mal wahnsinnig, ne?
Also irgendwo sind halt auch die Grenze, wir sind halt noch keine Supercomputer, wir sind halt noch ganz normale Menschen, ja. Wir haben noch keinen Chip in unserem Her im Hirn, ja. Und das ist halt so die Nachteile hier von dem Kanal. Ist halt einfach, machen wir wirklich ein bisschen too much, ja. Der kann auch reden, also deswegen macht er auch so viele Kurse, so eines seines Kerngeschäfts einfach Kurse. Der kann auch reden wie ein Wasserfall. Ich meine, teilweise muss ich halt, wenn ich mir ein Video von ihm wirklich interessant finde, schaue es mir an, muss ich das teilweise 3, 4 Mal stoppen, auch wenn es nur 15 Minuten lang ist, und dann kurze Pause machen, weil mir es einfach too much ist, ja, weil er einfach so heftig redet und so heftig Content raushaut und auch so schnell redet. Das ist halt einfach so ein Kanal für ja, so ein bisschen intellektuelle Highflyer, ja, die sozusagen von der Hängematte aus ihren Lebensunterhalt irgendwie begleichen wollen. In Bali oder in Thailand oder sonst irgendwo. Und das ist so ein bisschen die Richtung. Das sind so die Nachteile. Die Vorteile sind halt natürlich, du kannst dir hier mal, wenn du nicht viel Geld ausgeben willst, kannst du dir unheimlich viel Zeug reinziehen und hast viel Zeit. Ja, also dieses typische Schüler-Studenten-Status oder ja, Schüler-Studenten, wie soll ich sagen, Situation. Also bei mir war es zumindest so, ich hatte viel Zeit, relativ viel Zeit im Vergleich zu heute. Und wenig Kohle. Du kannst dir halt hier Kurse von ihm dann holen, sozusagen über Udemy heißt es jetzt, fällt es mir gerade ein, von 10, für 10 Euro da. Und diese Kurse gehen teilweise 20, 30 Stunden lang, ja, für 10 Euro. Ja, also quasi, wo in dem Kurs dann letztendlich Wissen drin ist von 5 verschiedenen Büchern oder sowas, ja. Ob dieses jetzt dazu so weiterbringt, weil das ist halt die andere Frage. Na, es ist also meiner Meinung nach alles sehr theoretisch. Es sind auch viele Praxisanleitungen, aber eben mehr für so Sachen wie, ja, wie verdiene ich mal hier 10 Euro, mal da 30 Euro. Auch dieses Video hier, da ging es um 30 Euro am Tag mit Affiliate-Dings. Also Leute, das Thema Affiliate, das ist quasi aus dem Thema Affiliate-Marketing als solches ein Business zu machen oder Geld zu verdienen, ist meiner Meinung nach nicht das Richtige, ja, weil du da so viel Energie und Zeit reinstecken musst und so wenig dafür rausbekommst. Das Einzige, wo du halt mit Affiliate noch quasi, ja, wenn du einfach von vornherein ein Thema hast oder Thema machst oder Reichweite hast, die du sowieso schon hast und die dann besser nutzen willst, indem du dann noch Affiliate-Links reinpackst, aber musst du immer eins denken: Alles, was du mit Affiliate machst, geht von dir weg und kommt auch nie wieder. Ja, der Sinn und Zweck von Affiliate-Programmen ist, dass die Leute, also die Merchants, sogenannten Merchants, diejenigen, die halt diese Affiliate-Programme aufsetzen, ja nicht grundlos aufsetzen, sondern die wollen einfach ihre Reichweite erhöhen und dann aber nicht mehr hergeben. Und desto länger du Affiliate machst, und ich kann davon ein Lied singen, Leute. Ich habe jahrelang nur Affiliate-Marketing gemacht. Das ist natürlich jetzt schon Jahrzehnte her fast. Ja. Also da war es auch noch viel einfacher über Google und so weiter. Und alles, was ich verdient hatte, ja, jeden Kunden, der ging einfach weg und kam nie wieder. Ne? Also über Remarketing. Und schon damals war das so. Das, damals zu Zeitenpunkten, als es noch gar kein Facebook gab. Also da gab es, glaube ich, Facebook schon. Wie alt ist denn eigentlich Facebook? Aber kein Facebook-Werbeanzeigen gab es damals noch nicht. Wie alt ist denn eigentlich Facebook? Facebook Gründungsjahr. Komisch, gell, dass ich das gar nicht weiß. 2004. Krass, gell? Also ich habe Affiliate Marketing schon davor gemacht, ja. Heftig. Ja, okay. Ja, das ist so ein bisschen mein Reaktionsvideo zu Leon. Das Gute ist halt, wie gesagt, relativ viel Kosten. Also wenn du viel Zeit hast, wenig Geld, ist es der richtige Kanal. Ja? Wenn du wenig Zeit hast, ja, und ein bisschen Kohle, gibt es, würde man sagen, qualitativ hochwertigere Kurse, wo halt einfach weniger vielleicht Content drin ist, aber mehr Erfahrung, also mehr. Es ist nicht immer die Masse, die dich weiterbringt. Ja, es ist definitiv
die Qualität, also die Klasse. Wenn, egal, was du dir an Content reinziehst. Also, Leute, abschließend noch. Gerade in der heutigen Zeit, wo du quasi mit Content und Wissen oder teilweise Pseudowissen oder sagen wir mal Informationen zugeschissen wirst, ja, aber sowas von im Vergleich von noch vor, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren, ist wirklich wichtig, dass du dich fokussierst auf das, was du konsumierst. Ansonsten wirst du komplett wahnsinnig. Ich habe eben gerade den 22-jährigen Fotografen, der ein paar Fotos für mich machen wollte, und dann wurde er zu frech. Dann habe ich ihn wieder entlassen. Er wollte plötzlich mehr Kohle, als wir eigentlich vereinbart hatten und so weiter. Dann habe ich ihm wieder einen Arschtritt gegeben. Also, der sich seine kompletten Hörbücher alle auf dreifach Speed anhört, ja, also den ganzen Tag sich die Hörbücher reinzieht. Tja, der, keine Ahnung, der hat vielleicht viel Wissen oder viel Informationen konsumiert, aber weißt du wirklich auch was? Weißt du wirklich viel? Das ist eine ganz andere Frage, Leute. So, ich werde jetzt dieses Video mal auf meinem Kanal Mission Millionär posten. Weil ich habe jetzt in den letzten Monaten halt so viele Finanzvideos dort gemacht und meine wirklich unfassbar große Followerschaft dort von über 486 oder so Followern, die sind größtenteils über halt Aktienvideos und so weiter reingekommen. Und jetzt ist halt die Frage, soll ich einen neuen Kanal öffnen, nur weil ich jetzt halt so mal ein paar Geldverdienen-Videos mache und Business-Videos? Ja, irgendwie scheint den aktuellen Followern meine Videos hier nicht so gut zu gefallen, die ich jetzt zum Thema Geld verdienen mache, und vielleicht soll ich das auch tun. Schauen wir mal. Wenn ihr dann eine Meinung dazu habt, haut es mir gerne in die Kommentare, und dann sehen wir uns beim nächsten Video, bei der nächsten Reaktion. Bis dahin, tschüss.